Hallo! Das sind wir wieder! Müssen wir ein bisschen Ton hier runter machen. So! Wo waren wir denn letztes Mal stehen geblieben? Hier ist noch eine Quest. Oh, den nehmen wir halt mal direkt mal an, ne? Ja! Kommt her, mein Kind. Habt ihr vor, die Akademie zu erforschen? Die Welt kennenzulernen, welche die SES hervorgebracht hat? Ihr solltet hier etwas verweilen. Ich bin Aufseherin Ragate, Hüterin der alten Wege. Ich spüre euer Potenzial. Und ich kann euch helfen, wenn ihr möchtet. Das höre ich von allen Seiten. Mir helfen? Nicht gerade jetzt. Ein paar ausführlichere Erklärungen, bitte. Ihr seid kräftig und eure Macht ist stark. Aber ihr müsst geprüft werden. Und zwar über das hinaus, was eure Meister euch auferlegt haben. Ich führe das Ritual von Blut und Knochen durch. Hinter dieser Tür. An diesem Ritual haben Akolyten schon seit 10.000 Jahren teilgenommen. Ich höre. Klingt amüsant. Ach, so alt seid ihr schon? Damals wart ihr bestimmt noch jung und hübsch. Ja, ich bin verschrumpelt und gebrechlich. Aber ich lebe noch. Das ist mehr, als die meisten Sith von sich behaupten können. Nehmt euch ein Beispiel an mir. In den Kammern jenseits des Tores haust eine Kolonie von Shyrax. Meine Kinder und ihre Brut. Mit ledernen Flügeln und rasiermesserscharfen Klauen. Sie bewachen einen Berg von Schädeln. Einen Altar für die Versager der Akademie. Ihr müsst zu den Knochen gelangen, bevor ihr weitermachen dürft. Und dann? Ich hätte nichts gegen einen Kampf. Raus damit. Ich werde daneben einen blutigen Haufen Shyrax-Knochen aufschichten. Es wäre schade, wenn für die anderen Akolyten keine Shyrax mehr übrig blieben. Ihr müsst einen Schädel aus dem Berg mitbringen und ins Vorzimmer zurückkehren. Dort taucht ihr den Schädel in das Blutbecken und kommt dann wieder zu mir. Wenn der Knochen rot gefärbt ist, werde ich ihn mir anschauen und euren Charakter aus den blutroten Flecken lesen. Vielleicht auch einen Ausblick auf eure Zukunft. Wie interessant. Kein Geld? Idiotisches Weib. Idiotisches Weib. Naja. Ich gebe zu, dass mich das reizt. Das Ritual vollenden heißt den eigenen Tod akzeptieren. Man stiehlt seine eigene Sterblichkeit und ertränkt sie in der Flüssigkeit des Lebens. Das ist der symbolische Zweck. Aber wie alle Sith-Prüfungen ist es auch eine Prüfung der Macht, in der Stärke auf die Probe gestellt und gewährt wird. Ich warte hier auf euch. Wenn ihr sterbt, vergesse ich euch. Überhart, das ist ja überhart. Ja, gut, ich habe irgendwie, ich bin ein bisschen krank, man merkt es ein bisschen, habe ab und zu mal so einen Klosenhals. Ich mache ganz jetzt schnell, was die von mir will. Und, gut ist, hier, ist aber jetzt hier keine Gruppenstory, oder? Nö. Okay, go. Ups. Pam, du Drecksviech. Ach, stimmt, das war das. Genau ist es, genau. Braucht man nicht. Was ist das mit dem Blut? Aha. Springen wir hier mal rüber, machen das Drecksviech platt hier. Kadam, 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 kabums und so halt. Patsch! Wo haben wir denn jetzt so 12 Uhr? Okay. Eine Stunde nehme ich auf, denke ich mal. Touch! Welcome to Stufe 7! Also es geht hier wirklich schneller wie auf der guten Seite. Interessant, interessant. Und sterbe! Zack! Mal gucken, meine Fähigkeit nochmal verbessern, denke ich mal. Muss man zum Lehrer gehen. Ich weiß aber gerade gar nicht, wo der ist. Jetzt heilen wir uns hier schnell. Ja. Wumms, wumms, wumms. Zack. Zack, 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 zack.
Balam, 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 balam. Putsch. Jetzt am Arsch. Ich würde sagen, noch zwei Stück, ne? Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Ich würde sagen, es passend. Komisch. Ging gerade nicht. Yo. Go. Patsch. Das sind schon komische Viecher, die sehen irgendwie aus wie so Schmetterlinge, oder? Sehe ich das falsch? Ach, Fuchikago. Ach, die haben nur Schrott dabei. So. Schaffen wir die letzten ohne uns zu heilen? Ja, machen wir einfach. Hart. Papa, papa, papa. Könnte jetzt doch knapp werden, wenn ich das gerade mal so hier sehe. Ne? Oha. Das war jetzt aber echt knapp, Jungs und Mädels oder und alle, die mir halt zuhören. Ah ja, okay. Jetzt müssen wir diesen komischen Schädel holen. Ins Blut da tränken hier. Und so ist die Sache auch schon erledigt. So ein blutiger Schädel einen über die Wampe zu ziehen, ist bestimmt auch ganz witzig, ne? Ja. Ja, ja, hier, wie macht man das jetzt hier? Ich denke mal, wenn ich Inventory öffne, hier, weg. Da. Jetzt. Du bist nach dem richtigen Bereich, um das zu benutzen. Jetzt aber schon. Ah. Das hätte sie mir auch sagen können, dass hier noch ein Endgegner kommt. Batsch. Bin ich mal vorbereitet gewesen für einen Endgegner? Ihr etwa? Das hättet die mir auch alles erzählen können, diese blöde Fotze. Guck mal, ich sterbe fast. Schwertschutz. Super, und jetzt? Ich werde wahrscheinlich sterben. Ich werde sterben. Ich habe Medipack. Oh, Alter. Das war wahrscheinlich jetzt das falsche Medipack. Da verwette ich jetzt meinen Arsch. Und jetzt bin ich tot. Scheidendreck! Hä? Lol. Hä? Das war irgendwie ein Fehler, ne? Oh, dieses Miststück Viech, Alter. Und genauso wie die nette Dame, die uns hier, uns nicht gesagt hat, dass uns da noch ein Endgegner erwartet. Da ist es nämlich keine Blitzmerkerin, die weiß nur, wenn wir ihn besiegen, dann sind wir halt cool. Und in meinen Augen ist es... Egal, lassen wir es einfach dabei. Sie hat uns einfach verarscht. Und wir sind voll drauf reingefallen. Na toll. Oh, jetzt können wir die gar nicht mehr machen. Jetzt sind wir wahrscheinlich nicht mehr gut genug für sie. Oh nee, ey. Jetzt darf ich wieder reingehen, darf dieses Ding holen. Genau. Oh. Och, Mano. Das ist jetzt blöd gelaufen, nehme ich zu. Beim zweiten Mal muss es halt jetzt klappen. Oh. Entschuldigung, jetzt das. Ich konnte leider das Mikro nicht mehr abschalten. Weil ich das nämlich nicht mag, so vor der Kamera. Vor dem Mikrofon jetzt hier reinzuhusten. Ich finde, das gehört sich nicht. Aber jetzt ist es gerade so schnell gekommen, ich konnte es leider gar nicht mehr auf die Seite. Kommt hoffentlich nicht wieder vor.
So. Nochmal ein Schädel. Jetzt warten wir. Jetzt heile ich mich hier noch schnell. Wir warten noch, bis diese 30 Sekunden rum sind. Dass wir das dann benutzen können. Ich hoffe mal. Wir besiegen jetzt hier den hier schnell. Nicht, dass uns nachher hier in die Quere kommt, wenn unser Endgegner hier uns in Arsch tritt. Wo, obwohl wir ihn ja in Arsch treten wollen. Ach komm, sterb jetzt. Komm jetzt, komm, geh zu Neige, geh zu Runde, geh zu Mama. Genau, geh zu Mama. Ja, verreck. Ja, sich verreckt. Ey. Immer so die kleinen Bugs noch in diesem Spiel. Ja, es gab jetzt ein Update so auf 1.1.2. Und jetzt probieren wir das einfach nochmal. Wenn die Scheiße jetzt nochmal passiert, dann kriege ich einen Ausraster. Stirb! Oh, Scheiße. Also, ihr glaubt sich, aber das Viech ist noch verdammt stark. Richtig stark. Hilft das vielleicht? Scheiße. Stirb doch endlich! Das wird verdammt knapp und uncool. Nein! Hey, das gibt's doch nicht! Ey, ich verrecke jetzt, ich sterbe hier gleich, was soll das? Also ich mache das jetzt, ich gebe jetzt erst die andere Quest ab und dann mache ich das nochmal, weil, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich denke mal, mit Level 8 oder so könnte es vielleicht hinhauen. Ganz sicher bin ich mir nicht. Aber, ganz sicher habe ich die Schnauze voll, ja? Ah, oben Post haben wir noch eine, sieht man ja hier. Für Ausdauer, oh, das ist super. Das könnte uns jetzt vielleicht doch den Arsch retten. Wir haben jetzt 1190, wenn wir jetzt das Ausdauerpaket nehmen, haben wir 1270. Das könnte uns eventuell sogar richtig den retten, ne? Hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal. Gehen wir erstmal da hoch zum neuen Meister. Bevor wir hier wieder nochmal diese komische Quest bei der alten machen. Tada, ta. Nochmal eine Quest. Oh man, hier. Nehmen wir halt an. Bestimmt wieder so ein langer Dialog. Wie sieht der hässlich aus? Ah, schon wieder steht ein Akolyt im Schatten unserer Akademie. Ihr haltet euch sicher für privilegiert. Sagt mir, ihr wollt doch Sith werden. Wie viel habt ihr bisher von unserer Zivilisation gesehen? Seid ihr beeindruckt von der Macht und dem Ruhm dieser Welt? Aber ja, dazu habe ich keine Meinung. Eigentlich nicht. Doch, das bin ich. Korriban kann einen wirklich begeistern, mein Lord. Ist das euer Eindruck? Dann gibt es etwas, das ihr verstehen müsst. Korriban wurde vor Jahrtausenden von den reinblütigen Sith erbaut. Unsere Vorfahren, ein purpurrotes Volk von Eroberern, hat die Statuen errichtet, die uns hier umgeben. Im Laufe der Zeitalter hat sich unser Volk jedoch mit Sklaven vermischt. Die rote Haut als Zeichen der wahren Sith ist selten geworden. Und die Reinheit des Planeten ist in Frage gestellt. Ich bin nicht in Frage gestellt. Was soll denn das heißen? Dem kann ich nicht zustimmen. Und was ist mit mir? Zweifelt ihr auch an meiner Reinheit? Nein, ihr seid jung. Mich interessieren nur eure Meister. Die wahre Reinheit und Stärke liegt im Blut. Es macht mir Sorgen, dass unser Blut schon seit Generationen verwässert wird. Ich bin im Namen des Imperators hier, um herauszufinden, ob die Aufseher in der Akademie von reinem Sith-Blut sind oder nicht. Und ihr seid mein Werkzeug. Sehr wohl, mein Lord.
Und wer entscheidet das? Nein, Mission ablehnen. Wer seid ihr, dass ihr beurteilen dürft, ob ein Sith rein oder minderwertig ist? Als Agent des Imperators und des Rats der Sith werde ich über sie Bericht erstatten und notfalls Maßnahmen ergreifen, um die reinblütige Vormachtstellung wiederherzustellen. Ich besitze ein uraltes Gerät, ein Holocron, das Blutlinien identifizieren und aufzeichnen kann. In der Nähe der Aufseher wird es aufleben und pulsieren. Lasst das Holocron einfach seinen Zweck erfüllen. Stellt euch neben die Aufseher, sodass es ihre Blutreinheit ermitteln kann. Dann kehrt hierher zurück und wir werden die Wahrheit erfahren. Interessant, interessant. Also so die böse Seite ist recht, ja, interessant, wie schon gesagt. Ja, also wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal hier hoch.